Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier in Part 5, glaube ich, von unserem Minecraft Let's Play. Ja, und wir rüsten uns gerade auf, um in die Mine zu gehen. Ich habe im letzten Part, wo ich mir nochmal angeschaut habe, gesehen, dass ich noch ein bisschen Fleisch hier drin hatte. Und das war es, glaube ich, auch schon, was wir noch vergessen hatten. Ja, hat mir sehr viele Ideen gegeben, was ich für meinen Boden machen soll. Es gab den Vorschlag Cobblestone und Wooden Planks. Und dann irgendwie, weiß nicht, eine Zielscheibe aus Wooden Planks oder sowas. Und Sandstein und den Smooth Stone oder wie der auch immer heißt, dieser gebrannte, kariert und was hattet ihr noch? Es gab noch zwei, drei andere Ideen. Aber jetzt in diesem Teil hatte ich mir vorgenommen, und das fandet ihr, glaube ich, auch ganz gut, mal in eine Mine zu gehen, ein bisschen Action hier reinzubringen. Und ich sehe gerade meine Stoppuhr. Muss ich gerade wieder starten, damit ich auch einen leichten Überblick habe darüber, wie lange der Part schon läuft. So, was nehmen wir nochmal mit? Wir haben eine Schnur. Nee. Können wir noch keinen Bogen draus machen? Haben wir hier irgendwas, was wir brauchen? Nö, sonst glaube ich, haben wir hier genug. Ihr sagtet, man soll eine Menge Fleisch mitnehmen, weil es da unten halt sehr wenig gibt. Also töte ich noch ein paar Viecher, bevor ich runtergehe. Das ist auch noch weg. Da ist noch ein Schwein. Oh, und einer von euch hat mir was Cooles gesagt. Ich dachte, es gäbe so Pilzbiomes, wo die Riesenpilze wachsen. Aber wenn man einen, so, dann ist ein Fliegenpilz nimmt oder einen normalen Pilz und damit, wie heißt das, Knochenmehl, genau, so heißt es. Wenn man das drauf macht, dann wächst daraus ein Riesenpilz und dann kann man die Blöcke, glaube ich, auch abmachen. Also das ist schon sehr cool. Hier geht's in unsere Mine rein. So, aber noch ein bisschen mehr Fleisch und das erst braten. Hinten läuft noch eine Kuh. Ganz ahnungslos. Wieso kritisch ich denn nicht? Ich spring doch. Ah. Das wird schon schnell. Hinten ist noch ein Hühnchen. Da ist ein bisschen Ton. Auch noch gebrauchen irgendwann. Überall liegen Eier rum. Schauen, ob wir einen Huhn kriegen. Oh ja, gut. So. Ne, ich glaube, das reicht, wenn jetzt hier nichts mehr in der Nähe ist. Gehen wir erstmal zurück, machen das zu gebratenem Huhn, Fleisch, Steak und ja, dann können wir dann auch schon losgehen. Ich freue mich jetzt schon total, da endlich mal reinzugehen. Ohne Cheaten bin ich da noch nie reingegangen. Wird auf jeden Fall eine Menge Spaß machen. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass wir da heil wieder rauskommen. Also das kann ich wirklich nicht versprechen. Es kann auch sein, dass ich da einfach sterben werde, nachdem wir unsere ersten Diamanten gefunden haben. Also ich hoffe mal nicht, aber ja, mal sehen. Es wird aber auf jeden Fall eine Menge Spaß machen. Fackeln haben wir auch genug, genau. Wobei, wir können uns eigentlich noch ein paar. Ne, wir haben noch Kohle hier drin. Ich mache noch ein paar Fackeln. Kann ja nicht schaden. Ich habe normal immer eine Menge dabei. Und ich platziere auch immer eine Menge. Weil ihr müsst ja auch gut sehen können. Und ja, dann ist es wichtig, dass ich viele Fackeln mache. So, das wäre soweit. Essen, das kommt auch hier rein. Habe ich das ganze Essen parat. Genau, aus dem Leder muss ich mir noch was craften. Ich mache einfach mal einen Helm. So, das alles, ups, alles, was wir nicht brauchen, kommt hier rein. Das brauchen wir nicht. Den Rest brauchen wir. Das brauche ich in die Mine, das hier. Wobei ein bisschen mehr Holz wäre eigentlich nicht schlecht für die Mine, weil ab und zu braucht man einfach Holz. Wobei, da fällt mir ein, da unten sind ja so Minenstollen. Dann nehmen wir auch mal eine Axt mit. Brauchen wir eine Steinaxt? Da. Und die Holzhacke auch noch, weil die ist ja fast aufgebraucht. Falls wir noch was brauchen, haben wir hier alles, weil es ist ja wirklich nichts wert, hier eine halb kaputte Steinaxt ohne Dreiviertel Holzaxt hat nur Dreiviertel von der Leistungsfähigkeit. Also ist wirklich kein Verlust, wenn die noch weggehen. So, jetzt muss ich noch wissen, in welcher Richtung lag denn hier diese Mine? Hier ja nicht, oder? Nein. Hier? Nein. Es war irgendwo da hinten. Da nicht.
Ah, da ist es ja. Gut. Die Kuh können wir auch noch töten. Das Bratchen ist aber nicht mehr das Fleisch. Ah, bleib hier. Rost kann man ja auch essen. Gut, reinspringen werde ich da jetzt aber so nicht. Das wäre, glaube ich, dumm. Ich buddel mal hier weiter. Ja, perfekt. Gut, ich schwimme jetzt erstmal hier hoch. Wow, oh, oh. Ich höre schon Spinnen und das sieht mir gewaltig nach einem Spawner aus, was wir hier gefunden haben. Wow. Wie sieht das denn aus hier? Sogar mit Fences hier. Okay, da ist der Spawner. Okay. Gut alles beleuchten. Boah, das finde ich auch cool, dass sie das hier sogar mit... Au, 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 au. Schieß mich nicht ab. Okay. Ich gehe in die andere Richtung. Was gibt's hier? Das ist eine Sackgasse. Aber auch die werde ich beleuchten. Überall schön hell machen. Ja, ich glaube, die spawnen nicht, wenn man das hell macht. Also werden wir uns mal hier durcharbeiten. Mit dem Schwert komischer. Wow, mit dem Schwert baut man Spinnenweben ab. Bekommt Schnur. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug für den Bogen. Ja, Spinnen, aber ich sehe keine. Wieso baut man mit dem Schwert Spinnenweben ab? Also vom Geräusch her müsste es doch eher eine Spitzhacke sein. Hört sich eher an wie Stein, wenn man das abbaut. Ja, ich nehme mal an, in dem Monster Spawner spawnt kein Vieh mehr. Hoffe ich zumindest. Ja, das machen wir auch noch ab. Aber ich mach mal lieber weiter, vorsichtshalber. Gut, dann können wir hier daraus auch eventuell mal eine Falle bauen. Weil die Giftspinne ja. Okay, wir sind vergiftet. Wow. Das war knapp. Kann man hier oben drauf einsetzen? Ja. Okay, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich werde erstmal warten. In Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es hier sicher ist, aber. Ich hoffe mal. Ich warte einfach mal, bis mein Leben hier vollständig aufgeladen hat. Ja, ja, da wäre es schon fast zu Ende gewesen hier, unser Trip. Und das ganze Fleisch wäre weg gewesen. Gut, dann schnell warten, bis es auflädt hier. Ganz in Ruhe und. Ja, dann können wir weitermachen. Ich nehme das mal weg. Ich nehme an, dass die da oben irgendwo draufstehen, wo die eine auch runtergefallen ist. Dahinter steht ein Zombie. Okay. Puh. So, jetzt noch fertig aufladen. Okay. Da. Okay, das wär's mit dir. Jetzt verdienen wir wahrscheinlich erstmal ja. Erstmal die ganze Leben hier wieder. Komm schon, hör auf. So. Ich hör immer noch Spinnen. Also war die doch hier die einzigste, oder? Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, und übrigens, man kann mit Rechtsklick blocken mit dem Schwert. Weiß vielleicht einer von euch, was man damit blocken kann? Weil ich habe wirklich schon Skelett und Zombie probiert und... Also Zombies und so kann man damit nicht blocken. Also ich konnte es nicht. Oh, oh, jetzt haben wir das Schwert aber ganz schön verschwendet hier an den Dingern. Wäre vielleicht keine gute Idee, die ganzen Spinnenweben abzubauen. Wow, wow, wow. Ich dachte gerade, wow, das Eisen. Ich dachte, da wäre ein Viech. Ich höre überall Viecher, aber ich weiß nicht, wo die sind. Wow.
Oh, da. Bleib weg. Alter, diese Spinnen, die gibt's ja hier in Unmengen. Du vermiesst mir jetzt nicht den Tag. Ah, weg mit dir. Alter, das hier ist hier schwerer, als ich gedacht hatte mit dem Adventure-Update. Puh. Also das ist so brutal, das hätte ich nicht gedacht hier. Man hat ja kaum eine Chance. Au. Ach, das war dumm. Das Schöne wird ja dann erst den Weg nachher wieder zurückfinden. Okay, du. Das war dein Pech. So. Wow. Da hinten ist eine Truhe. Perfekt. Also wenn wir da noch hinkommen, ist schon mal gut. Aber wir kommen wahrscheinlich gar nicht da runter. Oder? Oh nee, und da sind schon wieder so viele Spinnenweben. Da ist locker noch ein Spawner. Ah. Müssen wir das irgendwie durchschlagen. Ich erleuchte erstmal alles hier in der Gegend, bevor ich anfange, Sachen abzubauen. Oh mein Gott. Ja, ist auf jeden Fall gut mit dem Adventure-Update gelungen. Adventure ist jetzt auf jeden Fall drin. Ich wünschte, ich hätte so ein bisschen Eisen vorher in so einer billigen Mine gesucht und mir eine Eisenrüstung gemacht. Also das wäre schon mal mindestens drin gewesen. Das wäre schon mal wichtig gewesen. Zombie. Bald unser Schwert weg, aber ich nehme mal hier die ganzen diese ganzen Schienen mit. Weil da braucht man ja für 16 Stück, glaube ich, 6 Eisen. Das ist schon mal gut, wenn wir die einfach hier so umsonst bekommen. Können wir es auch gerade mitnehmen. Das war vorher nicht so, glaube ich, hier mit diesen Fences im Pre-Release. Also da hatte ich gar nichts gesehen davon. So. Ich höre wieder Spinnen. Sehe aber keine. Können wir gleich schon eine Achterbahn bauen? Hier ein Schienensystem durch. Oh oh, die Geräusche werden lauter. Ich glaube, hinter der Wand hier oder so. Oh Mann, die Geräusche sind ganz schön laut. Ich weiß nicht, wo die sind. Naja, ich baue erstmal das Eisen ab hier. Oh! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, und ich habe mein TNT nicht dabei. Okay, mein Schwert hat ganz wenig. Bleib weg, du. Bleib bloß weg. Allesamt wegbleiben. Ach du Scheiße, sind die stark. Weg, 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 weg. So. Puh. Also die Dinger, die haben sich schon zu stark gemacht, würde ich schon fast sagen. Wo kam ich her? Hier oder wo? Ja. Ah, das sind mehr Viecher. Die können ja hochklettern. Weg, 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 weg. Boah, wegrennen ist ja eigentlich, mag ich eigentlich nicht so sehr hier drin, aber hier sehe ich jetzt einfach keinen anderen Weg. Die sind ja viel zu stark. Der schlägt mich einmal und da ist gleich das halbe Leben weg und vergiftet. Und wir haben keinen Fackel. Ah, da doch. Gut, 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 gut. Fackeln, ganz viele.
Aber wir haben ja Kohle. Das erstmal hier abbauen. Oh mein Gott. Keine halben Sachen hier. Ah, ich hoffe, da unten ist nicht noch mehr von den, sind nicht noch mehr von den Viechern. Oh mein Gott. Also, wenn ich das nächste Mal hier reingehe, wenn wir, falls wir hier, also ich sag lieber, falls wir hier halt rauskommen. Hier, Viecher, ich höre Viecher. Wo sind die Fackeln da? Ah. Ist dieses. Ah, das kann man anmachen. Jetzt seht ihr auch besser. Okay, jetzt ist es für den nächsten Part. Naja, es sieht mir zu gefährlich aus. Hier lieber tiefer runter. Au, wow, 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 wow. Da ist mir so runtergefallen. Vorsichtig. Und hier ein Skelett. Na toll, die sind auch stark. Da will ich auch nicht runterfallen. Mal lieber zu. Oh oh. So, kein Bock mich mit dem anzulegen. Und mit dem Spinspawner, der dahinter ist. Naja, da runter können wir auch nicht. Gehen wir wieder hier hoch. Ja, und wenn ich auf die Zeit schaue, dann sehe ich schon, dass jetzt irgendwie 16 Minuten oder so. Ah, ah, wo, wo, wo. Ach du, ich erschrecke mich immer. Ich dachte, hier wäre der Spinspawner. Gott sei Dank. Oh, ich würde sagen, es reicht jetzt erstmal für den Part. Ich muss mich erstmal nochmal ein bisschen entspannen hier. Was ein Stress. Ja, ich würde sagen, hier mache ich einfach einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich mache dann hier einfach eine Pause und ja, wir machen dann genau hier weiter. Und zwar neuer Frische. Ja, und schauen mal, ob es uns im nächsten Part gelingt, diesen Spinnenspawner kaputt zu machen. Ich wollte ja eigentlich alle durchleuchten, so mit ganz vielen Fackeln außenrum, dass wir daraus Fallen machen können. Dann können wir uns selber so Spinnenweben herstellen aus den ganzen Fäden und Angeln und Bögen und was noch nicht alles. Also Wolle kann man auch noch machen daraus. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, schreibt es in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal.